Zum dritten Heimspiel der Regionalliga-Saison hatte die SG Barockstadt diesmal den Balinger SC aus dem Kaiserstuhl zu Gast hier im Fuldaer Stadion. Ein ganz wichtiges Spiel, denn mit einem Sieg könnte man auf 7 Punkte kommen und damit einen tollen Start veredeln. Ja, mit einer Niederlage wäre man stattdessen ganz tief drin im Keller. Das gilt es natürlich unbedingt zu vermeiden. Ein Wechsel gab es in der Startformation. Erik Ganime kam neu in die Mannschaft hinein. Und dann geht es auch gleich los hier. Die erste Situation, ein Einwurf für die Barockstadt. Dann folgt der Ballverlust. Und dann kann sich gleich Patrick Scharf nicht mehr anders helfen als zu faulen. Da bleibt ihm nichts anderes übrig. Und es gibt den ersten Freistoß für den Balinger SC. Sie haben einen Spezialisten, der heißt Hasan Pepic. Der macht das mit links und dann steht es 0:1 in der 6. Spielminute. Ja, Tobi Wolf sah ja schlecht aus. Ich glaube eher nicht. Er sieht den Ball ziemlich spät. Ganz egal wie, die Barockstadt liegt ganz, ganz früh zurück. Dann geht es gleich weiter in die nächste Situation. Ein Freistoß von Pomnitz, das kommt mehrmals vor. Der Kopfball von Patrick Scharf, kein echtes Problem für Aaron Gut. Aber die erste Annäherung, ganz wichtig zu merken, es geht auch was nach vorne. Dann sind wir nach einer Viertelstunde beim Freistoß von Yannick Heringer. Und er kommt zum Glück für die Barockstadt genau auf Tobi Wolf. Kein Problem für den Schlussmann der SGB. 34. Spielminute. Freistoß Leon Pomnitz. Eine ganz wichtige Situation. Der Ball mit links hinein und dann Patrick Scharf macht das Tor, verlängert den Ball. Ausgleich für die Barockstadt, wie wichtig. 34. kurz vor der Pause also. Und das war der Gongschlag, die Einleitung für eine wilde Fahrt in den kommenden Minuten bis zum Halbzeitpfiff. Wieder ein Freistoß Pomnitz, keine Wiederholung. Diesmal ist das Aaron frei und die Balinger kratzen das Ding in höchster Not. Von der Linie fast die Führung für die SG Barockstadt. Aber wer dachte, Balingen wäre nicht im Spiel, der schaut sich das an. Die Flanke gleich abgefangen, da kommt der Torhüter Aaron Gut und das geht blitzschnell. Ein langer Abschlag, genau in den Lauf von Niko Pepic, der ist links durch, spielt quer, in der Mitte steht Murat, der kommt nicht an den Ball. Glück für die Mannschaft aus Fulda und das war vielleicht die Schlüsselszene im Spiel, das sagten auch beide Trainer nachher auf der Pressekonferenz, denn dann passierte im Gegenzug das. Patrick Scharf auf Leon Pomnitz und schaut euch das an, eine Wahnsinnsaktion. Schuss von Pomnitz, 2:1 für die SG Barockstadt. Was ein tolles Tor. Leon Pomnitz machte ein Riesenspiel heute. Er war vielleicht der entscheidende Mann hier am Platz. Die Barockstadt führt zur Pause mit 2:1 gegen Balingen. Rein in den zweiten Durchgang, Ecke Leon Pomnitz. Die kommt gefährlich. Und dann Aaron Frei mit dabei und da springt einem Balinger der Ball an die Hand. Ganz klare Sache. Elfmeter, Handelfmeter für die SG Barockstadt. 55. Spielminute. Marius Krösch macht er ihn rein, ist er der absolute Top-Torschütze. Man traut sich gar nicht zu sagen und er macht ihn ganz souverän. 3:1, 10 Minuten nach der Pause. So etwas für die Vorentscheidung. Ja, die Barockstadt machte Spaß. Die Zuschauer hier im Stadion gingen mit. Und der zweite Heimsieg, er war zum Greifen nah. Kurz danach wieder Pomnitz und Gaudermann im Zusammenspiel. Doppelpass und der Ball kommt gleich in die Mitte zu Jan Lüttke. Und da ist Aaron Gut zur Stelle. Der Torwart, der Balinger, verhindert jetzt schon das vierte Tor. Aber durch war die Partie noch lange nicht, denn auch die Balinger hatten ihre Möglichkeiten. Da kommt Chipon Bektasi an den Ball und den kann man auch mal machen. Aber viel zu schwach im Abschluss. Tobi Wolf ist zur Stelle und verhindert hier Schlimmeres. Aber nochmal die Balinger. Kurz vor Schluss dieser Freistoß von Heringer. Und da ist wieder dieser Bektasi, der frei zum Kopfball kommt. Ja, das wäre das 3:2 gewesen. Aber es kommt das Highlight des Spiels. Leon Pomnitz, schaut euch das an. Das ist Selbstvertrauen. Und hier folgt ein Riesentor. Um die Mauer rum, um Gut rum. Es steht 4:1. Die Krönung, das Highlight eines tollen Spiels. 90 Minuten höchste Unterhaltung. Das war wie früher hier in dem Stadion Johannisau, als Borussia Fulda noch in der Regionalliga spielte. Der Sieg ist eingefahren. 4:1 gegen den Balinger SC und damit 7 Punkte auf dem Konto. Ja, damit ist der Start nach 5 Spielen für Sedat Gören und seine Mannschaft absolut geglückt. Und noch eins hat dieser Sieg für sich, denn mit dieser Punktzahl im Rücken kann man am kommenden Freitag ganz beruhigt zum Meisterschaftsaspiranten FC Homburg fahren. Dort hat man nichts verloren. Hier noch einmal in Zahlen 4:1 für die Barockstadt.